Hallo. Tala Landil Shol, hier rein. Hier rein. Dies wird eine Reportage im Dauerlauf. Das wird mir schnell klar. Der Übersetzer Khaled Yalichani ist ständig unterwegs. Immer in Eile. Der Algerier kam vor 22 Jahren nach Deutschland als Bürgerkriegsflüchtling. Ich war auch in dieser Situation, wo ich nicht wusste, wie ich mich ausdrücke. Ich war froh, wenn ich hier auch Hilfe gefunden damals. Es ist 8 Uhr morgens. Noch vor seiner Arbeit als Hausmeister übersetzt er für Flüchtlinge. Bei Ärzten, Ämtern, im Café Asyl in Alzey. Hier helfen Menschen ehrenamtlich Flüchtlingen. Kaum sind wir da, stürmt Khaled hoch in den ersten Stock. Diese Flüchtlinge warten alle auf einen Dolmetscher, einen, der ihre Sprache spricht. Ich schaue mich um. Es ist voll, wie fast immer, höre ich. Keiner versteht Deutsch, aber alle brauchen dringend Rat. Die Menschen hier können nicht mal miteinander reden. Jeder spricht eine andere Sprache. Hier wird mir schnell klar, sprachlos ist hilflos. Denn sogar die, die helfen wollen, die deutschen Ehrenamtler, sind auf einen Übersetzer angewiesen. Um Details und ordentliche Daten zu erheben, braucht man einen Dolmetscher. Und zwar einen tüchtigen. Weil das, selbst wenn die Leute die Sprache können, können die oft nicht das zwischen zwei Sprachen so schnell umschalten. Wenig später werde ich hochgerufen, kann dabei sein, wenn Khaled Yalichani vermittelt. Hussein. Ja. Ja. Herr Hussein, waren Sie schon mal bei uns hier im Café Asyl? Das ist Nidal Hussein aus Syrien. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er erzählt, der Zoll habe seine Studienzeugnisse beschlagnahmt, um sie zu überprüfen. Khaled Yalichani versteht schnell, dass es für diesen Mann gerade um alles geht. Die Geschichte, die ich höre, klingt für mich unglaublich. Das war vor 7 Monaten. Wir waren öfter beim Ausländerwerk, da kam keiner. Und die Papiere sind weg? Ja, wir wissen nicht, wo sie gelandet sind. Wenn seine Geschichte stimmt, ist dieser Termin hier lebensentscheidend für ihn. Ohne Zeugnisse hat er keinerlei Aussicht auf eine Arbeit. Den Namen von dem Polizist, wo man da fragen kann. Frau Blumtrat, passiert sowas öfter? Ständig. Es ist nichts Besonderes. Dass Papiere verloren gehen, dass Pässe nicht mehr auffindbar sind. Die Existenzangst der Flüchtlinge, das ist Alltag hier. Und der Übersetzer muss für beide die richtigen Worte finden. Jeder hier hofft, dass Khaled ihr Anliegen gut rüberbringt, dass er eine Lösung findet für ihr Problem. Denn er kennt sich aus in Deutschland. Khaled Yalichani ist inzwischen schon wieder auf dem Weg zum nächsten Behördentermin. Unterwegs erzählt er mir, dass ihn manchmal auch Notrufe erreichen. Wie neulich, als eine junge Frau bei ihm anrief, völlig verzweifelt. Er musste sofort mit ihr zum Frauenarzt und dort dann Schreckliches übersetzen. Die Frau war am 5. Monat schwanger. Die Ärztin sagt mir, ich soll ihr sagen, das Kind in deinem Bauch ist tot. Und wie die angefangen zu zittern und alles, das Bild habe ich immer noch auf dem Auge. Und wie werden Sie das wieder los? Ja, wie darüber reden. Also Gott sei Dank, meine Frau hört mir zu, wenn ich abends nach Hause komme. Und mit ihr rede ich darüber und dann geht's. Dann ist Khaled Yalichani schon wieder auf dem Sprung. Eigentlich ist die Zeit immer zu knapp, sagt er. Im Auto macht er dann gleich schon wieder einen neuen Termin klar. Hallo, Frau Steinmann. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir unterwegs zu Ihnen sind. Seit 5 Uhr früh ist Khaled Yalichani jetzt unterwegs. Und nach seiner Arbeit als Hausmeister geht es gleich weiter mit dem Übersetzen. Seine Frau und seine beiden Kinder sehen ihn zurzeit sehr selten. Was bekommen Sie denn dafür? In meiner Arbeitsstelle oder was ich jetzt gerade mache? Nein, ich bekomme gar nichts. Ich helfe nur. Macht es Ihnen denn auch Spaß? Spaß? Manchmal ist ärgerlich, weil man irgendwo gegen die Wand läuft oder sowas, dass man nichts erreicht. Aber wenn man jemandem hilft, dann weiß ich, der ist jetzt glücklich, sagen wir so, dass ich ihm geholfen. Und das macht mich auch glücklich, dass ich Leute glücklich sehe. Und genau das ist der Grund, scheint mir, warum er das alles hier auf sich nimmt. Khaled Yalichani ist froh, dass er etwas zurückgeben kann von der Hilfe, für die er damals als Flüchtling selber so dankbar war.